1869 schrieb der russische Chemieprofessor Dmitri Mendelejew an einem Lehrbuch für seine Studenten. Er grübelte, wie er ihnen die damals 63 bekannten Elemente am besten nahebringen könnte. Um seine Gedanken zu ordnen, legte er für jedes Element eine Karteikarte an. Darauf waren der Name verzeichnet, das Atomgewicht, die typischen Eigenschaften und die Ähnlichkeiten zu anderen Elementen. Er legte diese Karten auf einem Tisch aus und begann sie immer wieder neu zu arrangieren, um nach Mustern zu suchen. Plötzlich lag vor ihm etwas Außergewöhnliches. Die Elemente zerfielen in 7 vertikale Gruppen, deren Mitglieder sich jeweils chemisch und physikalisch ähnelten. Mendelejew hatte das Periodensystem der Elemente gefunden. Eine tabellarische Anordnung der Elemente nach ihrem Atombau und den davon abhängigen, periodisch sich wiederholenden Eigenschaften. Das System war so schlüssig, dass der Chemiker damit sogar die Existenz von 3 noch nicht entdeckten Elementen vorhersagen konnte. Eines wird dem Bor ähneln, eines dem Aluminium und eines dem Silizium. Schon bald sollten all diese Elemente entdeckt werden. Es gab ziemliche Auseinandersetzungen, weil der deutsche Chemiker Lothar Meyer die gleiche Idee hatte. Aber Meyer hatte nicht so viel Mut. Das ist eine interessante Sache. Dieser Deutsche veröffentlichte die gleiche Theorie der Periodizität, auf die es übrigens schon früher Hinweise gegeben hatte, aber er machte keine Vorhersagen wie Mendelejew. Hier sehen wir, wie eine riskante Vorhersage hilft, einer Theorie Akzeptanz zu verschaffen. Es gibt kaum etwas Schlagenderes, als eine Vorhersage zu treffen, die nicht augenfällig ist. Und die dann auch eintritt. Das Periodensystem ist unser Sinnbild, das, was wir mit Chemie assoziieren. Es gibt keinen Chemielehrsaal ohne das. Warum ist das Periodensystem der Elemente so bedeutsam? Es veränderte die Art, wie wir die Elemente lernen und verstehen. Für die Chemie ist es etwa so grundlegend wie das tonale System für die Musik eines Beethoven. Mendelejew zur Ehre wurde sein Name für immer mit dem Periodensystem verbunden. Das Element 101 ist nach ihm benannt. Mendelevium. Nicht nur Chemiker schätzen das Periodensystem, sie tragen auch eins mit sich herum. Ja, das stimmt. Zeigen Sie her. Man weiß ja nie und ich scheine es oft gebraucht zu haben. Lassen Sie sehen. Es ist ein kleines. Dann stelle ich Sie auf die Probe. Was steht im Periodensystem unter Stickstoff? Stickstoff ist Nummer 7. Ich muss nachdenken. Es ist Schwefel. Nein, das ist falsch. Eins vorher, Phosphor. Ach, Phosphor ist die Nummer 15. Ja, Sie müssen 8 addieren. Eben darum trage ich es bei mir. Also 7 plus 8 ist 15. Phosphor, da gibt es ein Muster.